Also, liebe Anja, ich muss sagen, dieses Jahr spüre ich den Konkurrenzkampf viel deutlicher als in den vergangenen Jahren. Ja. Wie fühlst du dich? Also ich bin generell ein sehr introvertierter Mensch und brauche sehr, sehr viel Ruhe ab und zu mal. Und ich bin ja auch in einem großen Zimmer vorher gewesen, was mich auch an sich nicht gestört hat. Ja. Aber es ist ein bisschen was vorgefallen von meiner Schuld her. Und deswegen war es einfach einfacher für mich auszuziehen. Aber an sich fühle ich mich wohl in der Villa. Das finde ich aber auch nett, dass du sagst, von deiner Schuld her. Das hört man aber auch sehr selten, oder? Dass jemand sagt, ich bin der Schuldige, okay, ich gehe lieber. Oh, das finde ich aber auch nett. Was hast du denn gemacht? Ich bin jemand, der öfter was sagt, was manchmal nicht angemessen ist. Und, ich kenne das. Ja. Und dann sage ich manchmal Dinge, die man manchmal nicht hören möchte. Naja, ich freue mich wenigstens, dass ihr das irgendwie selber geregelt habt. Anja, du hast ja bestimmt schon mitbekommen, dass ich öfters sage, manchmal ist weniger mehr. Und wenn ich an deine Leistung vom Shooting zurückdenke, trifft es das schon ziemlich gut. Ne? Während einige Models viele Posen angeboten haben, saß es bei dir sofort. Hier ist dein schönstes Foto. Wow. Oder? Schön. Ja. Ich find's toll. Der Walk war strong, sexy. Es war ein guter Walk. Mhm. Kommen wir zu dir, Vivian. Also ich finde, in dieser Woche haben sich deutlich deine Stärken und deine Schwächen gezeigt. Ne, beim Shooting hattest du Probleme, deine Augen unter Kontrolle zu bekommen. Die Augen waren mehr geschlossen als offen. Also während du beim Shooting vielleicht eher das Schlusslicht warst, konntest du uns bereits gestern beim Teaching mit deinem Walk überzeugen. Der Walk war von Anfang an im richtigen Mut und bis zu Ende durchgeführt und nach wie vor eine Top-Leistung. Bravo. Oh Gott. Ihr steht so angespannt da, soll ich euch mal erlösen? Gerne. Ihr seid natürlich alle drei eine Runde weiter. Danke. Auch motiviert, jetzt weiter dran zu bleiben und das mit den Fotoshootings in den Griff zu bekommen, weil scheinbar bin ich in Walks sehr stark, aber Fotoshootings noch so. Sehr happy, sehr happy. Ich gehe mit sehr, sehr guten Gefühlen nächste Woche, weil ich gerade ein wunderschönes Bild entgegengenommen habe. Es fliegen heute mehrere. Schön. Es fliegt nicht nur eine. Ja, es fliegen mehrere heute. Ja. Zoe, was denkst du? Du bist doch immer so. Du haust doch was da mal raus. Also Tatsache ist, dass es leider Emilia heute nicht so gut war. Sie hat ja auch geweint und sie hat auch eine sehr schlechte Rückmeldung bekommen. Deswegen. Jetzt kann Heidi nur entscheiden, wo die Unterschiede liegen, ne? Genau. Wenn alle gut waren, sie wird trotzdem wissen, wer war jetzt richtig Burner und wer war gut und wer war mittelmäßig. Ja. Eine schöner als die andere aber auch. Mhm. Ihr habt alle drei bei eurem Fotoshooting sehr gut performt. Und deswegen seid ihr alle drei eine Runde weiter. Und hier sind eure tollen Fotos. Ganz schön, oder? Ja. Und herzlichen Glückwunsch! Oh mein Gott! Jesus.
Also man wird echt übel nervös. Mega sehr stolz. Ich bin schon fast so sprachlos, einfach weil die Bilder, die alle halt zurückgekommen sind, wirklich sehr, sehr gut waren. Und deswegen mache ich mir wirklich Sorgen. Und dann werden sie immer weniger und weniger und weniger. Und dann denkt man sich, okay, dann gehöre ich wohl zu denen, die vielleicht nicht so gut waren. Ich sehe dich sehr viel weiter von Franz. Herzlichen Glückwunsch. Oh wow, danke. Für dich. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und für dich. Wow. Oh, danke. Was sagst du dazu? Ja, das schaut gut aus. Ja. Lächeln, Elsa. Und jetzt guck mal das. Wow. Was sagst du denn dazu? Wow, ich bin richtig überwältigt. Oh, ich will weinen. Schwein ruhig. Danke. Danke. Danke schön. Nein, es ist auch sehr schön geworden. Danke. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ganz anderer Vibe. Ich schwöre, auf einmal so elegant, teuer. Ich bin auch elegant und teuer. Alter, so, jetzt schau ich nicht aus wie elegant und teuer. Das ist geil. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ich weiß gerade nicht, ich kann meine Gefühle gerade nicht deuten. Ich bin gerade echt aufgewühlt. In dieser Dreiergruppe ist ein Walk ganz besonders herausgestochen. Und leider nicht im positiven Sinne. Tracy. Ein perfektes Gesicht macht noch nicht ein perfekter Walk. Ich habe gesehen, dass du willst. Es war ein bisschen zu langsam und zu wenig energisch. Und neben ihnen beiden bist du heute die Schwächste. Ich habe es mir natürlich gewünscht, dass du das irgendwie in den Griff bekommst, von gestern auf heute. Durch das viele Üben. Aber es ist dir nicht so ganz gelungen, muss ich sagen. Hier ist dein schönstes Foto. Das ist Hammer, deine Haut. Also, wie du da reinguckst, so gelassen, so cool. Das ist so, sieht so teuer einfach aus, oder? Gorgeous. Das ist einfach beautiful. Danke. Kommen wir zu Mirella. Mirella, wir haben dir ja gestern schon gesagt, du warst die Beste beim Teaching. Na, und dass die anderen alle mit dir üben sollen. Und was soll ich sagen? Das viele Üben, es hat sich ausgezahlt. Und zwar für dich, Somaya. Du warst heute mit Abstand die Beste. Absolut. Muss ich der Heidi auch sagen, die größte Überraschung. Und top, dass alle überholt heute. Mirella, jede Woche werden die Karten bei Germany's Next Top Model neu gemischt. Ich meine, dass ich deine Kritik von den letzten Malen mehr oder minder gut umsetzen konnte. Ja, ich will es eigentlich schon wieder ansprechen, aber ich muss es tun. Dein trauriger Blick. Und ich glaube, wenn ich dich nicht daran erinnern würde, oder der Fotograf dich nicht daran erinnern würde. Aber lach dich nochmal so richtig schlapp. Und kommt es nicht von alleine, dass du das veränderst. Aber wie haben wir das Ruder rumgerissen? Du hast ein bezaubernd schönes Lachen. Das ist dein schönstes Foto. You like? I love. Ja. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist nicht aufgesetzt. Das sieht mega aus. Es geht doch. Ne, somit hat jeder diese Woche in einer Kategorie richtig punkten können und vielleicht in der anderen nicht. Und deswegen schicke ich euch natürlich alle drei in die nächste Runde.